Bringt mir aber nur nichts. Ich kann das Eis noch nicht schmelzen. Gut, das heißt hier runter und mal zum Aufzugswerder. Schluck. Jetzt, wo das Wasser unten verschwunden ist, bin ich doch überrascht, wie tief der Schacht ist. Ich kriege auf einmal so weiche Knie. Der Aufzug wird unten auf den Grund zerschellen, wenn ich diese Kurbel nicht festhalte. Also solltest du mich besser nicht ablenken. Kapiert? Ah. Wir wollen runter. Ups, nicht so runter. Nix da. Das glotzt nicht so. Hihihi. Ich bewahre die Tür hier. Junge, ich liebe diesen Job. Das macht das Leben erst lebenswert. Ich habe erst neulich einen besonderen Mechanismus in dieser Tür eingebaut. Der Anblick, wenn jemand mit aller Macht versucht, die Tür zu öffnen, bringt mich immer wieder zum Lachen. Hihi. Was? Der Anblick, wenn jemand mit aller Macht die Tür, bringt mich immer wieder zum Lachen. Mist, ich habe aus Versehen eine Stelle weitergeklickt, aber... Gut. Augen. Gegner. Nix da, du kommst runter. Okay, alle besiegt. Aber wieder mal keine Dämonenszene. Ja, die Glubschis hier, die lassen mich nicht durch. Außer ich schalte sie alle auf einmal aus. Dachte ich mir fast schon, dass das so in die Richtung geht. Was ist denn mit dieser feisten Statue? Es ist wirklich ganz schön kalt hier. Armee, das ist keine gewöhnliche Kälte hier. Das ist irgendwie unheimlich. Ich wette, es sind die Monster in der Nähe. Sei auf der Hut. Oh mein Gott, was ist das denn? Das Schreckensrad. Wow. Kann ich dich wegpusten? Okay, es ist einfacher als gedacht, wenn man nur vorsichtig ist. Da ist nicht wieder, ist kein blöder Trick dahinter. Ja, Zeit und Schaden. Hätte es mich nicht so oft erwischt, hätte ich das besser hingekriegt, wahrscheinlich. Dieser Phönix ist eine Statue, stimmt's? Ich meine, es sieht aus, als ob er jeden Augenblick abheben würde.
Eine neue Konstellation. Von genau diesem Phönix mit seiner geilen Pfeife. Ah, Amaterasu, Quelle alles gut und unser aller Mutter, bla bla. Habt ihr nichts Neues? Ihr Herr verbannt von den Kräften der Finsternis, habe ich viele Jahre in dieser Höhle verbracht. Die Zeit verging, aber ich war nicht in der Lage, mich zu befreien. Aber jetzt hat deine Macht den Fluch, der mich hier band, gebrochen. Ich, Moigami, Gott der Flammen, gewähre dir meine feurige Kraft. Brenne eine Quelle des Lichts in die dunkle Finsternis. Sicher, dass es so eine gute Idee ist, uns rumfackeln zu lassen. Hätte nicht gedacht, hier einen Pinselgott zu finden. Wir haben einen mächtigen Verbündeten genau zum richtigen Zeitpunkt gefunden. Moigami ist der am meisten gefürchtete Pinselgott. Seine Technik, die als Infernal bekannt ist, verwandelt beinahe alles in Asche. Wer soll sehr Opfer sein? Ich weiß, was heißt da drüben. Hör zu, aber die Entfernung basiert auf der Macht des Feuers. Du musst von einer Feuerquelle aus einen Strich ziehen. Die Kraft des Feuers wird auf die Bahn des Strichs gezogen und erzeugt ein Inferno. Aber tanze mehr als Worte. Also probier es einfach mal aus. Zieh einen Strich von der flammenden Statue aus zum Eis hin. Du hast es geschafft, Fellknäuel. Das ist aber eine heiße Technik. Es wird vielleicht nur ein paar Schuppen von Orochi absinken, aber es wird knusprige Monster aus seinen Untergebenen machen. Ha. Ja, das war eine Krüppelbombe, das gebe ich zu. Das war eine gute Bombe. Ein Tintenstein, ja, das ist sehr schön. Hui, es ist schon lange her, dass jemand hier vorbeikam. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass die Kurbel zu Rost anfangen würde. Nun, dann lass uns mal das Ding hochkurbeln. Hui! Ja, da unten ist auch wieder nur Finsternis, Dunkelheit und Verzweiflung. Wir aber kommen langsam nach oben. Danke, Kumpel. Hui, wie gefällt dir die Fahrt? Ich mache das jetzt schon seit 80 Jahren. Das bedeutet, dass du dir keine Sorgen machen musst, wenn du mit mir fährst. Ja, dein anderer Freund da ist nicht so zuverlässig. Ah. Jo, Eisschmelzen ist lustig. Den Tümper fackeln auch. Ja. Gut, besorgen wir die zweite Zutat. Wahrscheinlich hier. Oh je. Au, ich wollte nicht getroffen werden. Au, mit zwei ist das... Bin ich doof. Brenne. Brenne, du auch. Brennt schön weiter, ihr zwei. Bin echt so doof, ey. Das sind Eisviecher und ich muss sie mit Feuer bekämpfen. Lippen aus Eis. Weiche Lippen, die das Zutat in Orochis Vorspeise.
Was hast du eigentlich zu sagen? Eigentlich wusste ich ja, dass der Chefkoch in den Topf gefallen war, aber das ist okay. Ich bin sicher, das hat den Geschmack doch weiter verfeinert. Bah. Aber egal, ich zähle auf dich, dass du die Zutaten findest. Guck, die Orte sind auf deiner Karte markiert. Nutze sie, um die Zutaten zu finden. Ja. Da waren wir schon, da waren wir auch schon. Gut. Ah, wie machen wir hier Feuer? Das ist die gute Frage. Weil ich sehe hier halt nirgends Feuer. Warum ist mir das Kleeblatt erst jetzt aufgefallen? 30 Glück? Wow. Ja, ich würde ernsthaft gerne gerade wissen, wie wir das Feuer rauskriegen sollen. Ah. Hallo. Neue Feuerrad diesmal. Mit Augen. So, das war Nummer 1. Das war Nummer 2. Naja, haben wir sogar gut hingekriegt. Erhalten Augapfel aus Feuer. Fleischiges Auge, die das Zutat in Orochis Vorspeise. Wir verkochen die Gegner, die wir töten. Ist ja auch sehr makaber. Nein, ich kann das hier drin leider nicht anzünden. Und dadurch werde ich auch nicht das Eis los. Das war Orochi, kein Zweifel. Hört sich an, als wäre er hungrig oder sowas. Oh nein. Vielleicht konnte er nicht mehr auf die Vorspeise warten. Er hat doch nicht die arme Kushi als erstes gefressen, oder? Wie kann der überhaupt mit 8 Köpfen fressen, ohne dass ich die Köpfe streiten will, fressen darf? Fragen über Fragen. Da, friss Pfeil.
Schädeldünen nicht mit dem Ball spielen. Ach, was ist mit dem ganzen Sand, der vor den Decken bröselt? Ami, hier sollen wir lieber ganz besonders vorsichtig sein, ja. So, können wir leveln? Nein, dafür brauchen wir noch. Und ich bin mir eh unsicher, ob ich mit gerade Lebenspunkte leveln sollte. Hm. Hä? Ich dachte, ich hätte einen Pfad für eine Sekunde gesehen, als der Sand vorbeigeweht wurde. Oh, Mama. Das darf wohl jetzt nicht wahr sein. Ah, aber sie rollt wenigstens nur, wenn ich sie richtig anstoße. Also so. Ami, ich habe doch keine Gespenster gesehen, oder? Nein. Ich habe wirklich einen Pfad gesehen. Ja, Isun. Als der Sand vorbei geweht ist, oder? Ja, drüber laufen einfach, hm? Wieder 5 Punkte mehr für uns. Also geradeaus drüber. Ami, ich habe doch keine. Nein, hast du nicht. Isun. Sei ruhig. Ich muss mich konzentrieren. Ups. Hoppala. Ah. Ach, Isun, sei ruhig. Das sagst du jetzt schon zum dritten Mal. Wir sind schon längst drüber, Isun. Yay, jetzt erhalten wir die Karte der Mondhöhle. Okay. Das hier unten haben wir alles. Erdgeschoss haben wir auch alles. Da sind wir gerade, da kommen wir dahin. Das heißt, wir waren noch nicht da ganz oben und da oben, wo wir gegen Orochi battlen müssen. So, jetzt aber. Würdest du bitte da reinrollen? Danke. So. Yay, wir sind hier. Oh, Moment mal. Willst du mich veralbern? Moment mal, heißt das jetzt eigentlich, dass in allen? Ja, es brennt überall.
Kotani-Töpferei. Teller mit elegantem Design.